nachdenklich gestimmt und hat mir gezeigt, dass es auf jeden Fall der richtige Schritt war. Glückliche Tiere, wenigstens bis zur Schlachtung. Am Ende landen seine Schweine zwar nicht hier, aber Spezialitäten gibt es bei der Firma Wilke mehr als genug. Ob für Feinkostkäfer, das KDW oder den Export ins Ausland, ihre Wurstwaren sind weit über die Grenzen Berndorfs zu finden. Schon als kleiner Bub lieferte Klaus Roloff mit seinem Vater hierher die Schweine. Seit 2007 ist er Geschäftsführer und in diesem Jahr hat er den Betrieb endgültig übernommen. Das ist für uns keine Arbeit, das ist für uns Leidenschaft. Und ich finde, wenn man Wurst oder Lebensmittel herstellt, ist es ja auch eine Wertigkeit dessen, was man tut. Das ist eben sehr viel Vision und sehr viel Ehrlichkeit und sehr viel Leidenschaft. 50 Tonnen Wurstwaren produziert Wilke jeden Tag, auch im Programm Bio und Veggie. Und ganz nebenbei ist er auch der größte Arbeitgeber der Region, die auch sonst einiges zu bieten hat. Neben Betrieben und Gewerbe hat das 1800 Seelendorf auch einen eigenen Kindergarten und eine Grundschule. Und das alles im wunderschönen Twistetal. Die Berndorfer Natur ist auch die Inspiration für diese Unikate. Mit Platz für eigene